Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist der zweite Teil, also wenn du den ersten noch nicht geschaut hast, dann guck dir den vielleicht vorher an. Da haben wir so eine kleine Einführung gegeben in das Thema, mehrere zu lieben. Und ihr erfahrt da auch ein bisschen was über die eigene Geschichte von den beiden. Und zwar habe ich hier neben mir die Susanne und den Roger. Sag doch noch mal ein paar Worte zu euch. Also Roger und ich, wir sind schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Weg, ich sag mal, der Liebesforschung, 25 bis 33 Jahre, und beschäftigen uns mit dem Abenteuer, Liebe zu lernen. Genau, und weil ich das Thema gerade sehr spannend finde, habe ich mir die beiden eingeladen und wir werden jetzt in diesem Video auf die Fragen eingehen, können wir von dieser Liebesform lernen und auch für wen ist es vielleicht nicht geeignet oder für wen ist es besonders geeignet. Genau, und ich fange mal mit der Frage an, was wir daraus lernen können, und gebe einfach mal. Ja. Also was wir daraus lernen können, was im ersten Video schon kurz anhand meiner persönlichen Geschichte aufgetaucht ist, klar ja, klar nein sagen. Das ist eine Form, die einen wirklich sehr stark ermutigt und auch fordert dazu, klar für sich selber zu sorgen und auf der anderen Seite auch eine Intuition zu entwickeln für einen gemeinsamen Raum. Wenn ich jetzt ein Geliebter bin und da ist ein Paar, geht es dem Paar gut? Brauchen die was? Ist es gut, dass ich auch mal zurücktrete, dass die ihren Raum haben? Also eine Schulung für Wahrnehmung für andere Menschen in einer wunderbaren Möglichkeit. Und was man noch lernen kann, ist einen Dehnungsschmerz zu unterscheiden davon, dass etwas falsch ist. Weil wir in dieser Liebesform natürlich auch Schmerzen erleben, wie Susanne in der letzten Interview erzählt hat. Und es gibt aber einen Dehnungsschmerz, der ganz normal ist. Und das können wir in dieser Liebesform wunderbar erleben und auch dadurch tauchen. Da muss ich nochmal nachfragen. Also kannst du das nochmal ein bisschen besser, oder nicht ein bisschen besser, sondern ein bisschen ausführlicher differenzieren? Was der Dehnungsschmerz ist. Was ist der Unterschied? Ja, woran, was ist das Gesunde und was ist das irgendwie, was vielleicht eher schädigt oder nicht so gut ist? Na, zum einen ist es mal diese Entkopplung, es tut manchmal auch weh, oder man denkt, es fühlt sich eng an vielleicht um das Herz, oder man weiß nicht so richtig, wer bin ich überhaupt noch? Das ist oft verbunden damit, es ist was falsch, es ist nicht richtig. Nach unserer Erfahrung ist es aber auch so, dass es eben einen Dehnungsschmerz gibt, wo es darum geht, sich wie in eine neue Liebesmöglichkeit hineinzugehen, wo sich das manchmal auch so ähnlich anfühlt. Man ist verwirrt, man weiß es nicht so richtig. Manchmal ist man grundlos traurig. Es liest eine Menge Geschichte durch uns durch und das ist aber ein Weitungsvorgang. So, das würde ich sagen, das ist der Unterschied. Finde ich einen sehr spannenden Aspekt, das habe ich so noch nie gehört. Also dass Schmerz auch positiv sozusagen auch in der Liebe sein kann, wenn man sich weitet. So, ne? Es hört sich nach einem sehr bewussten Umgang miteinander um. Das finde ich daran sehr, sehr schön. Ja. Susanne, wie ist es bei dir? Ein schönes Stichwort, bewusster Umgang miteinander. Also was können wir lernen, ist tatsächlich ein stark Bewusstsein entwickeln für die Vorgänge, die in mir und in anderen vorgehen, indem ich mir so etwas bewusst mache, ja, gerade mit dem Dehnungsschmerz, kann ich auch lernen und wachsen. Und das andere ist, Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer bin ich überhaupt? Ja, also das ist eine faszinierende Möglichkeit, wenn ich anfange, mehrere zu lieben, bin ich immer wieder damit konfrontiert, was will ich, was brauche ich, wo geht es darum, für mich zu sorgen, ja, was ist mir was wert, wo muss ich kommunizieren, wo darf ich kommunizieren, wo geht es auch darum, mal nichts zu sagen, ja, also mal den Mund zu halten, das ist auch eine Qualität. Ich bin also stark gefordert, einen Weg des, ich sag mal, meinen Selbstwert zu erhöhen, zu gehen. Die nächste spannende Frage, wo ich glaube, wo viele irgendwie auch so drum ringen,
so, ist das was für mich oder bin ich irgendwie eine Person, für die das nicht so geeignet ist, mehrere zu lieben? Wie ist da eure Erfahrung? Wem würdet ihr sagen, ja, go, und wer ist vielleicht eher, so sollte das lieber mit Vorsicht genießen? Ist das was für alle? Ich glaube nicht, dass es für alle ist. Vielleicht irgendwann schon, aber erstmal denke ich, es gibt bestimmte Konstellationen, wo es nicht so viel Sinn macht. Zum Beispiel, wenn du als Mensch ein starkes Verlassenheitsthema hast und in diese Liebesform hineingehst, ist es ein kritisches Unterfangen, weil das da nochmal verstärkt wird. Das System ist noch größer als natürlich, als wenn ich mit einer Menschen in Beziehung bin. Ich glaube, auch wenn man es noch diese tiefere Liebe noch nie mit einem Menschen erlebt hat, weiß ich auch nicht, ob das funktioniert, gleich in das Große hineinzuspringen. Nach meiner Erfahrung ist es auch gut, gelernt zu haben, mit einem Menschen dran zu bleiben, auch was ich vorher in meinem ersten Teil zu meiner Biografie gesagt habe, auch nicht wegzutauchen, wenn es schwierig wird, und dann zum nächsten zu gehen. Das ist eine grundessentielle Voraussetzung für mehrere zu lieben, dranbleiben zu können. Also wenn man das noch nicht erlebt hat, glaube ich, braucht es erstmal diese Schulung mit einem Menschen. Wenn es sehr ungleichmäßig ist, also wenn der eine, sagen wir, ein Abhängigkeitsverhältnis, wenn der eine nur zum anderen hochguckt und also in dem Sinn kein wirklich freies Verhältnis zwischen Menschen da ist, glaube ich auch, dass es nicht wirklich Sinn macht. Und vielleicht noch einen letzten Punkt, dann kannst du ja auch nochmal ergänzen. Und was man auf keinen Fall vergessen darf, es ist ein Weg, der braucht Zeit. Wenn du ein Leben lebst, wo du immer schon an der Kante lebst, beruflich total eingespannt bist, eigentlich keine Zeit hast, soziale Kontakte zu pflegen, vergiss es. Man muss da bereit sein, auch zu investieren in diesen Weg. Das braucht Empathie, es braucht Mitfühlen, es braucht Zeit. Das ist eine Entscheidung, dieser Weg ist wirklich eine Entscheidung, gemeinsam zu gehen. Und es braucht ein Umfeld, wo das überhaupt möglich ist. Also ich denke, dass es, du hast gesagt, ist es für alle geeignet, ja. Also das Potenzial, die Möglichkeit ist sicherlich für alle Menschen da. Und trotzdem ist es eine richtige Entscheidung. Roger hat gesagt, es braucht Zeit. Also sich zu entscheiden, da Zeit zu investieren, das ist wie eine Voraussetzung dafür. Und für Menschen, also die sehr mit eben Verlassenheitsängsten, hattest du auch schon gesagt, konfrontiert sind. Also ich bin ja auch Coach für Vergebungsarbeit, wo ich oft Menschen begegne, die also wirklich schwierige, schlimme Kindheitserlebnisse hatten. Manche sind verlassen worden von ihren Eltern, ja, also in Zeiten, wo man noch nicht reflektieren konnte als Erwachsener, sondern wo man die Ereignisse so richtig damit so konfrontiert worden ist, dass man sie eigentlich kaum verarbeiten konnte. Jetzt mal als ein Beispiel, da würde ich sehr vorsichtig sein, weil oft ist das wie so ein Trauma wieder hervorholen, ja, was vielleicht noch nicht verarbeitet ist. Ich habe auch Menschen erlebt, die diese Vorgänge, die diese Erlebnisse bearbeitet haben und die dann auch auf so einen Weg gemacht haben. Also deswegen, das Potenzial ist da. Und trotzdem Roger hatte mal gesagt, die 70-30 Regel, also wenn es dauerhaft wirklich immer nur Schmerzen und Leid verursacht, mehrere zu lieben, ja, oder wenn der Partner es von einem fordert und ich aber immer nur in Unglück und Leid bin, da kann ich das einfach nicht befürworten. 70% was? 70% Unglück und 30% Glück. Ja. Und was wäre jetzt so, wo ihr mitgehen würdet, wo ihr das Gefühl habt, dass da, also jetzt, wenn wir jetzt bei den Prozenten bei den Prozenten, da geht es vor allen Dingen für mich darum, dass das eher mal ein Kurzzeitschmerz ist, ja, und dass es aber grundsätzlich mindestens andersrum ist, ja. Weil wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu leiden, sondern es geht ja in dem Ganzen und im Leben immer wieder auch darum, Vergnügen und Energie zu gewinnen, ja. Also, und nicht mehr nur durch Anstrengung zu lernen, sondern durch Freude und Vergnügen. Deswegen ist mir das an der Stelle so wichtig. Gut, ich nehme das mal als Schlusswort. Das war jetzt ein sehr schöner Satz, den
der kann noch weiter wirken. Im dritten Teil erwarten euch die Fragen, was ist das Potenzial dieser Liebesform und wie können alle Beteiligten einen möglichst großen Gewinn daraus ziehen. Also schaltet im nächsten Video wieder ein und wir verabschieden uns jetzt erstmal und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.